Ja, also im Prinzip habe ich mich einmal zu Ende meiner Schulzeit einmal über mehrere Studiengänge informiert und da bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass eigentlich GCSE genau das Richtige für mich ist. Und besonders ausschlaggebend da war für mich eigentlich die Arbeit mit Satelliten und auch das Verstehen von geophysikalischen Vorgängen. Also in den ersten Semestern beschäftigen wir uns mit den Grundlagen und dazu gehören eben Mathematik, Informatik und Physik. Und vor allem das Programmieren hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Werkzeug für die Geodäten entwickelt. Aber im Prinzip haben wir da die ganzen Teilbereiche der GCSE, was wir erlernen. Dazu gehören einmal die Navigation, die Satellitengeodäsie, Fernerkundung und Fotogrammetrie, Geoinformatik und die Ingenieurgeodäsie mit dem Kataster. Also am besten gefällt mir, dass die Produkte von der Geodäsie so sehr in den Alltag für die Menschen integriert ist. So war mir beispielsweise selber nicht so bewusst, welche Sensoren alles im Handy versteckt sind und wie man auch diese Sensoren zur Positionsbestimmung nutzen kann. Also für mich war das, als ich realisiert habe, dass die gelernten mathematischen Grundlagen bei uns wirklich einen Anwendungsnutzen haben. Die Theorie ist die eine Sache, aber für mich macht die Mathematik erst dann spannend, wenn man das Gelernte dann auch in anwendungsorientierten Übungen umsetzen kann. Dass man sich bei uns bezüglich der Organisation des Studiums eigentlich keine Sorgen machen muss. Man kennt sich auch semesterübergreifend sehr, sehr gut und es ist eigentlich immer jemand im Studienvertretungsraum anzutreffen, den man bezüglich solcher Themen fragen kann. Also bei uns werden sehr viele Prüfungen auch mündlich abgehalten und für mich war das im Vorhinein, also ich habe einen gewissen Respekt vor mündlichen Prüfungen gehabt. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich sie sogar angenehmer finde als schriftliche. Und die mündlichen Prüfungen muss man sich zwar selbst sehr, sehr gut einteilen, aber durch die große Anzahl an Prüfungsterminen ist das eigentlich kein großes Problem. Also ich habe geplant, den Master dann mit Fokus Navigation weiterzumachen. Und weiters würde ich ja gerne dann ein Auslandssemester machen, um einen neuen Blickwinkel aufs Studium zu bekommen und um auch internationale Kontakte zu knüpfen.